Herr Dr. Pfister, welche Anwendungsbeispiele gibt es für KI in der Medizin? Also es gibt erste Bereiche, in denen KI eingesetzt wird, zum Beispiel in der Diagnostik, wie der Radiologie oder der Pathologie beispielsweise, oder in der sogenannten Präzisionsmedizin, also eine individualisierte Diagnostik, die eine individualisierte Therapie mit persönlichen Medikamentenregimes beispielsweise im Rahmen der Parkinson-Erkrankung ermöglicht. Dann natürlich im Gebiet der Robotik. Das ist natürlich auch ein großes Anwendungsgebiet der KI. Und dann beispielsweise im Bereich der Workflow-Optimierung, in dem auch datengetriebene Modelle zu einer gewissen Prozessoptimierung genutzt werden können. Wo stehen wir bei der Durchsetzung solcher Systeme? Also wenn es um die Umsetzung und den Einsatz solcher Systeme geht, muss man sagen, dass es einige sehr erfolgreiche Pilotprojekte gibt und einige Installationen in verschiedenen Kliniken in Deutschland. Laut einer neuesten Studie ist es allerdings so, dass bisher lediglich in 4% aller Häuser eine Installation bisher stattgefunden hat von neuen KI-Systemen. Und es gibt noch in vielerlei Hinsicht gewisse Herausforderungen, die wir erst bewältigen müssen. Also da haben wir natürlich erstmal die gewisse Datenqualität und Quantität, die gesichert sein muss, um Bias in Modellen und auch Generalisierbarkeit von KI-Modellen zu gewährleisten. Wenn es so einfällt, dann müssen natürlich entsprechend solide Datensicherheits- und Datenschutzkonzepte erarbeitet werden, damit die personenbezogenen Gesundheitsdaten DSGVO-konform verarbeitet werden mit dem expliziten Konsent der Patienten und Patientinnen. Das ist so ein weiteres Feld. Dann müssen natürlich entsprechende Schnittstellen geschaffen werden, um KI und solche Systeme in den Workflow zu integrieren. Und dann müssen wir natürlich auch das Vertrauen der entsprechenden Nutzer und auch der Patienten über die Zeit gewinnen und entsprechend durch den Nachweis der klinischen Validierung und des klinischen Nutzens da entsprechende Fortschritte machen. Welche Bedeutung sehen Sie für Akzeptanz und Durchsetzung im Kontext von Ausbildung und Studium? Also da sind wir bereits zum Beispiel mit der LMU in konkreten Gesprächen, dass es da neue Module geben soll für Medizinstudenten. Was ich sehr positiv beobachte, ist, dass viele Studenten einen gewissen Pull entwickeln. Also da ist ein gewisser Wissensdurst und eine gewisse Neugier da. Und auch wenn das jetzt noch nicht Teil des Studiums ist, versuchen sich die Studenten auf anderen Kanälen und über andere Kanäle entsprechend fortzubilden und mehr über diese neue Technologie zu erfahren. Aber meiner Meinung nach ist es absolut notwendig, dass es auch gelehrt wird an den Universitäten und da ein entsprechendes Basisverständnis geschaffen wird.